Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Ich selbst muss ja bin ja nicht in dieser Situation. Ich muss nur zuschauen. Und ich finde, das müssen alle Menschen aushalten können. Die Fotografin Alia Horst dokumentiert seit einigen Jahren die Lage der Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. Für verschiedene Hilfsorganisationen und soziale Projekte ist sie fast pausenlos unterwegs, um die Welt mit diesem direkten Blick zu konfrontieren. Die soziale Fotografie ist ihre Berufung seit einschneidenden Erlebnissen in einem Flüchtlingslager. Das Ganze fing eigentlich 2016 an. Wir kennen ja alle die Bilder von der ersten Flüchtlingswelle in 2015. Das hat mich unheimlich umgetrieben. Zu dem Zeitpunkt war ich eine erfolgreiche Hochzeits- und Familienfotografin, hatte mit sozialen Projekten gar nichts am Hut und habe aber gemerkt, dass da eine Linie überschritten ist bei mir persönlich und dass ich mich persönlich einbringen möchte. Und dann bin ich an Silvester 2016, macht man sich Vorsätze, was möchte man das ganze Jahr über machen? Und dann bin ich nach Griechenland geflogen. 2 Tage später habe ich mir einen Flug gebucht und habe dort im Erstaufnahmelager in Moria auf der Insel Lesbos Nothilfe geleistet. Nicht als Fotografin, sondern rein als Helfer. Ein Aufenthalt, der ihr Leben komplett umkrempelte. Daraufhin habe ich gesagt, ich möchte mich in diesem Bereich mehr engagieren. Bin dann ein halbes Jahr später nach Jordanien ins größte Flüchtlingscamp der Welt, in Traumakindergärten gefahren. Dann war ich auf der CI, auf dem Rettungsboot im Mittelmeer. Dann fing die Zusammenarbeit mit SOS Kinderdörfer an. Da bin ich in Kroatien gewesen, für die in Sri Lanka. Also auch reine soziale Ungleichheit und Armut habe ich dokumentiert. Und ja, auf einmal ging das Schlag auf Schlag. Letztes Jahr war ich in Syrien, in Mexiko, in El Salvador. Da ging es auch um das Thema Flucht und Migration, gerade was da von Mexiko Richtung USA nach oben wandert. Schützt der Blick durch eine Fotolinse wirklich vor zu viel Nähe? Alia Horst kann und will sich dieser Sichtweise nicht anschließen. Also ich finde das gar nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass die Linse eine Distanz schafft. Im Gegenteil, ich merke, je mehr ich mich selbst öffne, desto besser werden meine Ergebnisse. Ich weiß nicht, das klingt vielleicht auch ein bisschen esoterisch, aber ich merke, wenn ich wirklich mit meinem Herzen fotografiere, bekomme ich eine Resonanz von den Menschen. Und dann kommt aber auch deren Schicksal und Elend und Armut und Verzweiflung, die kommt auch ungefiltert natürlich in mich hinein. Es ist aber in Krieg- und Krisenregionen nicht immer alles nur schlecht. Man sieht unfassbar fantastische Kämpfer, man sieht Mütter, die ihre Kinder aus tiefstem Herzen lieben. In jedem Gebiet, in dem ich bisher gewesen bin, habe ich auch fantastische Menschen kennengelernt oder auch unheimlich engagierte Sozialarbeiter oder Helfer. Also da ist immer auch ein Stück weit Hoffnung, an dem ich mich persönlich festhalte. Und ich habe auch das Gefühl, den Menschen gegenüber eine Verpflichtung eingegangen zu sein. Die haben mir ihren Moment geschenkt, ihre Zeit, ihr Vertrauen. Sie haben mir ihre Geschichte erzählt und die haben das verdient, dass ich für die am Ball bleibe. Das motiviert mich unheimlich. Und ich weiß, dass diese Arbeit unheimlich wichtig ist und dringend getan werden muss und dass ich in der Lage bin, die zu tun. Die Reisen in die Kriegs- und Krisengebiete hinterlassen Spuren. Alia Horst nutzt den großen Kontrast in ihrer fotografischen Arbeit gleich mehrfach. Ich fotografiere auch jetzt noch Hochzeiten und Familien, weil ich viele Projekte tatsächlich ehrenamtlich mache, weil die Hilfsorganisationen kein Budget haben, um Fotografen zu bezahlen. Und von irgendwas muss ich natürlich auch leben. Das ist ein Riesenkontrast, aber mir hilft das auch wieder gesund zu werden, wenn ich von so einer Reise nach Hause komme. Die eigene Familie als Ahnenreihe im Wohnzimmer, Bilder von unterschiedlichsten Situationen an der Wand und im Archiv, zu Hause inmitten einer wunderschönen Natur fühlt sich Alia Horst voll im Einklang mit sich selbst, ihrer Umgebung und letztlich der ganzen Welt. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie auch deren furchtbare Seiten kennt. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.